Das werden jetzt bestimmt 4 oder 5 Episoden sein, die ich nur die Arena-Kämpfe mache. Aber ich finde sowas geil. Sowas turnt mich an, sowas macht mich heiß, wa? Oh, Dane. Ja, schieß doch. Oh Gott, Clusterfuck, Clusterfuck! Ich sehe nicht mehr, ob ich den richtigen treffe oder nicht. Ich schwinge einfach nur blind ins Nichts. So. Du bist noch übrig geblieben, ja? Dammit. Oh nein, du auch noch. Weißt du was? Dann hole ich dir mal einen Spielkameraden hier. Da könnt ihr miteinander euch so ein bisschen unterhalten. Oh shit. Oh shit, oh shit. Da muss ein Heiltrank hin, da muss ein Heiltrank hin. Sonst schaffe ich das nicht. Also ich könnte es schon schaffen, aber ich bin nicht dazu bereit, das zu riskieren. Die Typen haben nämlich einen sehr hohen Burst Damage. Also, wenn sie wollen, dann können die ordentlich rausbolzen. So. Oh Gott, nein. Oh, damn. Okay, okay. Puh, musste wohl früher oder später passieren. Ich gerade eben war mein Leben irgendwie noch voll, als ich hingeguckt habe, und dann war ich auf einmal tot. Das ging sehr schnell. War das echt nur dieser Dreierkampf oder war jetzt schon wieder ein Kampf vorbei? Oh, hör auf, mir in den Weg zu rennen. Guckt euch das Leben an. Meine Waffe macht 90 Schaden und ich kloppe wie ein Wahnsinniger drauf. Ich muss gleich mal die Stufe von denen überprüfen, jetzt so kurz vor wahrscheinlich Ende der Arena-Kämpfe. Da haben meine normal geskillten Typen eigentlich gar keine Chance. Greif einmal an. Genau. Einmal angreifen. Genau. Einmal angreifen. Genau. Also blocken ist ein sehr hilfreicher Skill, muss ich sagen. So. Stufe 40, ja, ja. Maximale Lebenspunkte 880, also das ist dann der Knackpunkt an denen. Diesmal nicht den Feuerelementar beschworen, lief einfach besser. Paar mehr Zauber gezaubert und schon ist mein Schadensoutput hoch genug. So, das war der 41. Kampf. 4000 Gold, yeah! Gelb gegen Blau, es geht weiter. So, wie viel? 92.000 haben wir mittlerweile. Das heißt, wir haben schon 25.000 Gold oder so gemacht. Nice. Yes, yes! Also diese Nebenaufgabe, die ist echt eine sehr gute Gelegenheit, um Asche zu scheffeln. Falls ihr euch das Henkersspalt beiholen wollt. So, dann wollen wir mal hier in die Arena. Ihr habt bessere Rüstung. Ich darf das hier. Das ist vollkommen legitim. Alter! Bleib mal stehen! Ja, komm. Ich geb's dir gleich. Hup. Kurz aus dem Kreuzfeuer springen. So, der ist gelähmt. Dem können wir ein bisschen geben. Gott, die haben alle so viel Leben. Schnell! Ah, diese Holzsäulen! Das ist echt mies. Ah, überall ist was im Weg. Ah, diese Holzsäule schon wieder! Ah, nicht Holzsäule, allgemein Säule-Dingens. Letzter Fehler.
Fucking Christ. So, jetzt haben wir einen kassiert. Sehr gut, der hatte nämlich kaum noch Leben. Oh shit! Oh, 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 volle Kanne kassiert. Oh, oh nein, noch die, auch noch. So. Hammer's. Wow, okay, das war schon eine ganze Ecke schwieriger. Sogar einmal gestorben, weil ich dieses Mal wirklich, also, wow. Dieses Mal nicht, weil ich auf mein Leben nicht geachtet habe, sondern weil einfach der Schaden so mega hoch war. Voll krass, Mann, aber 4500. Die Kämpfe in der Arena, aha, nähern sich dem großen Finale. Ein weiteres 3 gegen 3 Gemetzel startet in Kürze. So, jetzt kann ich es euch ja sagen, ich glaube es gab 43 oder 44 Kämpfe. Und jetzt sind wir gerade bei 32 oder 33, das heißt wir haben es fast geschafft, die Arena durchzupowern. Ich weiß nicht, wie viele von euch sich langweiligen, Barsöke. Nee, langweilen werden, aber mir macht das einen Höllenspaß. Ich weiß nicht warum, das ist zwar immer das Gleiche, aber... Nee, nee, das hier. Dann könnt ihr hier mit dem hier ein bisschen spielen. Gut, meine Leute prügeln sich noch mit den anderen rum. Das heißt, ich kann jetzt versuchen, hier in Ruhe so ein bisschen... Komm schon. Wow, haben die viel. 900 Erfahrungspunkte pro Kill. Wow, habt ihr es gesehen? Oh, oh. Sehr gut. Der ist gelähmt. Was? Was soll mit meinem Leben passiert? Ich habe nicht mal den Schlag gehört. Ich war auf einmal einfach tot. Habt ihr gesehen, wie ich gerade eben nochmal zur Seite gehüpft bin? Wow, was? What? Was ist für ein Schaden? Das ist ja nicht mehr normal. Krass. Haben die mich wirklich mit einem Schlag getötet? Oh. Ich bin zu nah an denen dran und dann sind die unverwundbar. Oh shit, shit, nein, nein, oh nein, 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 oh Gott, das war zu überraschend. Plötzlich habe ich sie direkt am Hintern neben mir. Oh, beweg dich, Sana. Okay, das holen wir raus, den holen wir raus. Free Hits. Komm, hau mich. Sehr gut. Free Hit. Und Free Hit. Hau mich nochmal. Yes. Oh, ich habe das Blocken für mich entdeckt, meine Freunde. Jedes Mal... Hörst du auf, mich abzuballern? Moment, wir müssen uns kurz anders hinstellen, weil mein Flammenelementar kommt gerade nicht zurecht. Komm ich einmal? Yes. So, gehen wir mit dem Rest mit den Zaubern. Sehr schön. Ah, nicht sehr schön. Ich vergesse immer am Anfang nachzugucken, ob ich tatsächlich hier noch mehr Leute bekomme. So. Okay. Dankeschön. 1500 Leben, doppelt so viel Leben wie in den Runden davor.
So, ich werde natürlich versuchen, im letzten Kampf, also falls er jetzt kommt, weiß ich nicht genau, kein Elementar zu benutzen. Dann versuchen wir wirklich mit Blocken und Schlag so viel rauszuholen wie nur möglich. Aber ich habe festgestellt, dass Blocken eine richtig mächtige Fähigkeit ist. Nicht nur wegen der Schadensreduktion, sondern vor allem, wenn man... Oh, 5000 Gold, nice. Wenn man einmal einen Schlag abgefangen hat, dann werden die so ein bisschen zurückgeworfen, wie wenn man selbst einen Gegner schlägt. Dann hat man exakt genug Zeit, um einen festen Schlag rauszuholen. Das große Finale in der Arena von Ostian steht bevor. Der Gladiator des gelben Teams steht bereit, um der Siegesreihe des blauen Teams ein Ende zu setzen. Ja, wie es aussieht, haben wir hier schon das Finale. Wir wollen aber selbstverständlich nicht mit einer zerbeulten Rüstung dem Finale hier gegenübertreten. Das wird natürlich nicht der Fall sein. So. Jetzt will ich aber was sehen, meine Freunde. Mein Elementar bleibt natürlich draußen, der kommt nicht hinterher. So, das wird jetzt bestimmt so ein fieser One-Hitter sein. Na, komm. Oh, das war ein Entwaffnungsschlag. Bis jetzt keine erfolgreiche Lähmung, der Wahnsinn. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Okay, hau mich. Yes. Free hits. Okay, he's back. Okay, sehr gut. Moment, die Pause jetzt, die wir haben, nutze ich mal, um mich zu heilen. Okay, sehr schön. Sehr gut. Yes, da haben wir ihn wieder. Oh shit, diesmal hat er mich weggeblockt. Ja. Okay, keine Risiken. Ich heile mich trotzdem. Hau zu, los. Der holt das Schild genau dann weg, wenn ich es auch weggeholt habe. Yes! 5500 Erfahrungspunkte. Oh, diesmal kommen die in schwerer Rüstung sogar von da oben. Ah, geh weg. Aber sie haben nicht so viel Leben. Blocken for the win, ladies and gentlemen. Puh, 53 Gegner getroffen. Arena-Kämpfer, der Gladiator des feindlichen Teams. Mal sehen, was für eine Belohnung wir bekommen. Ich bin echt heiß darauf. Bitte nicht nur Gold, bitte lass es nicht nur Gold sein, bitte lass es nicht nur Gold sein. Ich möchte es Loot regnen sehen. Okay, wenn das Schwerter sind, dann würde ich die nicht unbedingt gerne regnen sehen, weil das könnte ein bisschen mehr werden. Ihr versteht. 18.500 Gold! Oh, yes. Das war es. Ich habe dem blauen Team zu einer Siegesserie verholfen, die ihresgleichen sucht. Mit dem Sieg über den gelben Gladiator und nach 44 harten Kämpfen verabschiede ich mich aus der Arena von Ostian als Champion. Lol. Ja, das war's jetzt, oder was? Was möchtet ihr kaufen?
Kriege ich keine Champion-Belohnung oder so? Nur das Golde for Lame. So, das Arena-Gewand darfst du behalten. Das ist mir nichts wert. Sana darf jetzt erstmal eine Runde barfuß und nackt hier rumstehen. Und dann würde ich sagen, weil wir gerade so lustig sind, laufen wir mal wieder ein bisschen mit dem Magiewindeset rum. Einfach, weil es so schön stylisch aussieht. So, meine Freunde, Questlog nochmal nachprüfen. Jawohl, wir haben die Arena bestanden, geschafft. Als wir mit der Arena angefangen hatten, hatten wir so 66.000, 69.000 Gold, irgendwie sowas. Und jetzt haben wir 120.000. Das heißt, so circa 50.000 bis 60.000, 55.000, irgend sowas um den Dreh, haben wir da tatsächlich absahnen können. Wir haben noch auf der Bank 30.000, das heißt, wir haben jetzt 150.000 im Petto. Also erscheint jetzt so langsam aber sicher unser Ziel, das Henkersspaltbeil zu kaufen, gar nicht mehr so weit entfernt, wie es zunächst der Fall war. Aber da wir das alles erledigt haben jetzt, lasst mich kurz auf die Uhr schauen. Jawoll, ich nehme tatsächlich über 2 Stunden auf. Wow, ich habe 2 Stunden lang fast nichts anderes gemacht als die Arena-Kämpfe. Der Wahnsinn eigentlich, wenn man so recht bedenkt. Aber wir sind fertig, meine Freunde. Wie es aussieht, war es das so nebenquestmäßig. Ach so, nicht ganz. Was ich natürlich jetzt vorher vergessen habe, bestimmt werden das einige in den Kommentaren wieder geschrieben haben. Aber eine nette Nebenquest, die wir ja noch haben, ist ja die Gesucht-Quest. Und ich würde behaupten... Was sagt eigentlich nochmal die Hauptquest hier? Ich fand ein altes Buch. Nein, das ist Bücher der Beschwörung, das ist was anderes. Feine Spinnenseide, kein festes... Ach, ich habe gar keine Hauptquest hier. Ich soll irgendwann, glaube ich... Ah, Mist, ich weiß gar nicht, was mein letzter Tipp war, was ich zu tun hatte. Wisst ihr was? Was wir noch diese Aufnahme machen können, bevor ich sie einem Ende entgegenleite? Wir können kurz mal beim Hafen vorbeilaufen, einfach nur um sicherzustellen, wie wir die Hauptquest weitermachen können. Reicht es, wenn ich einfach mit Callisto spreche? Weil jetzt sind mittlerweile ja wieder so 1-2 Tage vergangen. Ach, guck mal, da betet jemand und reißt sich gleich die Pulsadern aus. Ach, der fingerlose Erwin. Ach, jetzt macht das auf einmal Sinn. Der Bettler, der da vorher lag, der fingerlose Erwin, das ist sein Finger. Der Typ hat sich den abgeschnitten. Ungeziefer. Ja. Ich glaube, der Fanatiker wird noch gegen uns kämpfen später. So, das war nicht unser Haus. Ne, doch, Haus am Hafen, das ist unser Haus. Nur ein kleiner Test. Können wir jederzeit einfach weitermachen? Weil ich glaube, Callista hat uns gesagt, schaut euch ein bisschen in der Stadt um. Oh, was ist hier los?